Bonjour, ich bin der Pierre. Heute zeige ich euch einen Fond, den wir benutzen werden für viele Sachen. Suppe, Risotto, Polenta und viel mehr. Das ist ein Geflügelfond. Dafür brauchen wir Wasser, Lorbeer, Blätter, wenn sie haben frisch, sonst getrocknet, Geflügelkarkass oder Hähnchenflügel, eine Möhre, Porree, ein Zwiebel, Petersil, Staudensellerie und ein bisschen Salz. Einfach grob schneiden. Ja? Ich brauche das. Beste dem Grün von dem Porree, nicht dem Weiß, ja? Von dem Fond. Sellerie, nicht zu viel. Petersilie. Ein Lorblatt, ganz wichtig, nicht zu viel Lorblätter benutzen, es ist nicht gut für unser Herz. So, die Gemüse grob geschnitten, muss nicht fein sein. Nicht so viel Sellerie benutzen. Ich habe nur höchstens eine Stange benutzt. Ja? Wasser kocht. Tun Sie die Geflügelknochen rein. Das Gemüse. Ein bisschen Pfefferkörner, 6 Stück für so eine Menge. Sie sehen, das ist eine Kessel, die ziemlich voll ist. Und 3 Nelken. Am Anfang Deckel zu, lassen wir kochen. Und jetzt, wenn der Fond Blanc kocht, so wie jetzt eben, ein bisschen Salz drin tun. Nicht zu viel, höchstens 2 Prise. Das kann man immer nachwürzen. Eine Stunde ist vorbeigegangen. Sie probieren ihre Fond Blanc. Perfekt. Passieren es durch. Aufpassen. Verbrennen Sie sich nicht. Voilà. Das ist, was unsere Großmutter nannte, ein Bouillon, wenn Sie wollen. Sie können es auch, wenn Sie wollen, im Gläser tun, hermetisch abriegeln, hält eine gute Woche. Und dann werde ich euch zeigen, was man damit machen kann. Bis dann!